Bei den deutschen Pfadfindern marschierten und sangen von Anfang an immer auch kleinere, meist wenig beachtete Sippen und Stämme mit. Wer meint, hier politisch Rechtsgerichtete zu sehen, der irrt. Die altertümliche Kluft bezieht sich auf die Traditionen der bündischen Jugend aus den frühen Jahren der Weimarer Republik. Man will bis heute autonom und frei von jeglicher Pfadfinder-Großorganisation sein. Diese Pfadfinder vom Ring Junger Bünde Hessen zählen gerade einmal 1500 Mitglieder. Im Prinzip haben wir ein bisschen Schwierigkeiten mit der pädagogischen Konzeption der großen Verbände. Und wir sind einfach der Meinung, dass diese pädagogische Konzeption eigentlich auf unsere bündische Pfadfinderarbeit nicht zugeschnitten ist. Also wir versuchen intensiver zu leben, mehr Erfahrung zu geben, anstatt zu erziehen, über die Großfahrten, die wir tun und auch über Grenzerfahrungen. Und das können wir in den großen Verbänden nicht umsetzen oder es wird auch dort nicht gewünscht. Mutproben, Prüfungen, Strenge und Klotzmärsche. Den Pfad finden bis zur Erschöpfung. Selbst die kleinsten, Wildlinge und Wölflinge, sind dabei. Erziehung zur Kameradschaft, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung in der Gruppe. Für die einen eine viel zu strenge Zucht, für andere genau das Richtige. Das Wölflingsabzeichen, das habe ich schon so gekriegt vorher, kostenlos. Aber das Tuch, das musste ich mir erarbeiten mit 30 Proben. Und dabei waren auch schwere Proben dabei, wie zum Beispiel die Bundesländer und deren Hauptstädten alle können. Und du kannst Anweisungen gewissenhaft ausführen und du kannst dein Geländespiel vorbereiten und so Proben. Es ist ein Brotbeutel, so nennt man das, aber da macht man kein Brot dran. Da gibt es ganz verschiedene Bücher und so alles drin, was man alles so braucht. Also hier sind Taschentücher, Pflaster, Verbände, Garn. Ein Block, eine Tüte, Schreibzeug, Probenheft, Liederbuch, ja, halt alles, was man braucht. Dass irgendwelche anderen Pfadfinder kommen und Wölflinge entführen und dann verlangen die von uns irgendwas, damit sie uns jemals wiedersehen. Zum Beispiel 10 Kilo Schokolade und dann kann ich wieder zurück zum Beispiel. Jetzt zum Beispiel so ein Zeltplatz wurde heute Nacht auch wieder bewacht von Pfadfindern und das ist halt auch so eine Probe. Du kannst ohne Licht also so einen Zeltplatz bewachen. Ich glaube, das heißt so, dass ein Zeltplatz in die Richtung ist. Ich weiß es. Das hier soll ein Spiegel sein. Und wenn er in diese Richtung zeigt, heißt es nicht gleich, dass es in diese Richtung geht, sondern dass es in diese Richtung geht, weil es hier spiegelverkehrt ist. Auch wenn die Bündischen in ihrer Kluft heute recht militärisch wirken, ihre Vorläufer benahmen sich erstaunlich unmilitärisch. Im Vordergrund stand das Erlebnis des Draußenseins, sich selbst Verpflegens. Abkochen nennen sie das noch heute. Naturgesellen, Bachanten, Volkstänzer, Romantiker. Schon Jahre vor dem britischen General Baden-Powell entwickelte sich von Berlin aus eine eigenständige deutsche Bewegung der heutigen Pfadfinderei. 1901 gründeten Gymnasiasten im Steglitzer Ratskeller den Deutschen Wandervogel. Versteckt im Hinterzimmer der Stadtbibliothek Steglitz, Erinnerungsstücke eines bis heute richtungweisenden Ereignisses. Gutbürgerliche Schüler, die ihre Freiheit wollten, suchten ihre ersten eigenen Pfade, raus aus der Stadt, ins selbstbestimmte Leben, wenigstens für ein Wochenende. Dokumentiert in Tage- und Nestbüchern. Sie entwarfen eigene Kleidung und Schmuck nach bäuerlich-mittelalterlichem Vorbild. Der Wandervogel in dieser Zeit hatte nichts mit militärischem Gehabe am Hut. Im Gegenteil, die Kluft war eine antibürgerliche Kluft, die sich am Landvolk orientierte. Das Spannende ist, dass von diesen Tendenzen auf alle anderen Gruppen sozusagen Abfärbungen erfolgten. Und das wirkt weiter fort. Ja? Aus dieser Richtung kommt eine ästhetische Revolte, die sich gegen das Bürgertum, gegen die Ästhetik des Bürgertums richtet. Befehl und Gehorsam waren verpönt. Im eigenen Lager galt die Eigenständigkeit der Ortsgruppe gegen jede Hierarchie und Bevormundung. Volkslied und Volkstanz wurden wieder entdeckt. Freigeistige Naturromantik.
wenn man so will, deutsche Urautonome. Der große Einschnitt kam 1914. Wandervögel wie Pfadfinder, alle übertrafen sich darin, begeisterte Deutsche zu sein, um für Kaiser, Volk und Vaterland willig ins Maschinengewehrfeuer zu laufen. In der Weimarer Republik dann ein Bruch. Aus dem unmilitärischen Wandervogel werden die Bündischen. Uniform und Kluft werden zum Kult. Es kommt bei aller Konkurrenz zu einer Durchmischung und gegenseitigen Beeinflussung beider Jugendkulturen. Bis heute ist die deutsche autonome Jungenschaft, die DJ-111, für die Szene stilprägend. Die Nordlandromantik, das Lagern in Jurten und Lapplandkoten sind von fast allen anderen Bünden übernommen worden. Auch im Schoß der Kirchen entwickelten sich eigenständige bündische Jugendverbände. Ihr Credo? Frei sein von jeder Bevormundung von oben. Spannend ist für mich, dass sich dann neben den Pfadfindern und neben den Bünden, die wir kennen, wie Neudeutschland als der Gymnasiastenorganisation der Katholischen, eine Gruppe nochmal aus der katholischen Linie rauslöst, nämlich die Sturmscharen. Und es kommt immer wieder, auch später in der HJ, an dieser Stelle zum Konflikt. Wie weit können wir über unsere eigenen Dinge selbst befinden und entscheiden? Weil sie natürlich sich nicht in die HJ integrieren. Das ist ähnlich wie bei der DJ-111, die sehr gespalten ist und teilweise reingeht, teilweise aber auch in Widerstand geht. Ja, aus der Gruppe der Sturmscharen kommen bis 38, 39 kommen Selbstständigkeitsbestrebungen, die sich nicht unter die, ja, die Erlasse oder die Anleitungen der Kirchenführung fügen, weiterhin öffentlich auftreten, ihre Umzüge machen, ihre Zeichen auch außen tragen, was ja ab 33, 34 eigentlich nicht mehr gestattet ist, dass sie in der Öffentlichkeit mit ihren eigenen Symbolen auftreten. So wird ab 1933 das Draußensein zur Überlebensstrategie. Mehr noch als die großen Pfadfinderverbände geraten die Bündischen in Opposition zur HJ und zum NS-Staat. Viele der Anführer landen im KZ. Sie wissen wahrscheinlich, dass bis zur Weißen Rose Hans Scholl über eine DJ-111-Gruppe sozialisiert wurde und eben genau durch diese Differenz zur HJ seine politische Erfahrung gemacht hat. Das gilt auch für Willy Graf, es gilt, wenn man genauer hinschaut, auch für die Gruppe um Harro Schulze-Boysen, die mit dem Stichwort Rote Kapelle genannt ist. Es gilt für die Herbert-Baum-Gruppe in Berlin. Sie alle basieren auf selbstständigen, letztlich bündischen Aktivitäten, das heißt Ausgliederungsprozessen, die sich zurückziehen und eine Form aufgreifen, die mit dem Stichwort bündisches Verhalten damals nicht begriffen wurde. Einmal wieder kam Wenn die bündischen Pfadfinder heute ihrer Kameraden gedenken, so meinen sie die, die damals in Opposition zur Staatshitlerjugend standen. Doch kann man nach dem Missbrauch durch HJ und FDJ heute einfach mit der Tradition weitermachen? Auf die Pfadfinderei gibt es kein Copyright. Jeder kann die Rituale und Symbole übernehmen. So missbrauchten die Neonazis die alten Traditionen und gründeten die Wikingjugend, die 1994 verboten wurde. Doch die NPD steht im Verdacht, wieder eigene Pfadfinderverbände zu gründen. Kann man Kindern und Jugendlichen Werte wie Kameradschaft und Zuverlässigkeit überhaupt politisch neutral vermitteln? Spielt die Betonung der Kluft und alter Traditionen nicht Rechtsextremisten in die Hände? Man muss ganz klar sagen, dass das Pfadfindergesetz sagt ganz eindeutig aus, der Pfadfinder ist Freund aller Menschen, Bruder aller Pfadfinder. Und das ist, ich glaube, ein klares Abgrenzungskriterium, weil ich glaube nicht, dass die NPD eben Freund aller Menschen ist. Damit grenzen wir uns ab. Wenn die Leute bei uns durch die Gruppen gehen, dann sage ich einfach, es ist sehr schwierig, wer von uns geprägt ist, dass er jetzt in sehr extrem politischen Richtung abschweift. Also das ist irgendwie aufgrund der Wertekodex des Pfadfindertums ist auch sehr schwierig, dass man jetzt einfach sagt, ich bin zwar Freund aller Menschen, Bruder aller Pfadfinder, schütze Pflanzen und Tiere, dass ich dann plötzlich meine, ich müsste jetzt hier ein viertes Reich aufbauen. Also das passt nicht zusammen.